Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Heute machen wir zusammen ein ganz, ganz leckeres und ganz einfaches Schichtdessert. Letzte Woche haben wir ja unseren Eierlikör schon selber gemacht und da habe ich mir gedacht, komm, wir machen dazu noch ein passendes Dessert, damit ihr quasi das eine mit dem anderen verbinden könnt. Und dieses Rezept ist wirklich super einfach, super schnell. Wir benötigen kein Küchengerät. Wer ein Küchengerät dennoch benutzen will, kann es gerne machen. Aber wie gesagt, das geht ganz einfach mit dem Schneebesen. Ihr könnt es super gut in Weckgläschen vorbereiten. Oder wer keine Weckgläschen hat, kann das Ganze auch einfach in einer großen Schale vorbereiten. Und alles in allem geht es wirklich super schnell und ist auch noch variabel. Aber ich würde sagen, ich zeige euch erst einmal die Zutaten. Für die Quarkcreme benötigen wir einmal 100 Gramm Zucker, 100 Gramm Schokoraspel, da habe ich die Zartbitter-Variante gewählt, 125 Milliliter Milch, da schauen wir aber, wie viel wir dann brauchen, 1 Esslöffel Vanilleextrakt, 500 Gramm Quark, dann als Topping unseren leckeren selbstgemachten Eierlikör, das ist jetzt die Alkoholvariante. Die Kindervariante habe ich ja mal im Basic-Rezept, also quasi ohne Alkohol für euch auch noch gemacht. Und außerdem benötigen wir unten als Brösel hier den Brownie-Teig. Den Brownie-Teig seht ihr, da habe ich ja mein Tannenbaum-Video im Winter für euch gepostet. Das habe ich quasi eingefroren, den Rest, den wir konnten natürlich nicht alles von dem Tannenbaum essen. Habe den jetzt eben auftauen lassen und dann schauen wir mal. Ich habe jetzt die oberste Schicht hier, die Buttercreme, einfach abgekratzt und falls ihr den Brownie-Teig frisch zubereiten wollt, dann brauchen wir in etwa, denke ich, die Hälfte von dem Teig. Als erstes nehmen wir unseren Brownie-Teig und zerbröseln den in den Gläsern. Wer keine Lust hat, einen Brownie-Teig vorher zuzubereiten, der kann auch einfach irgendwelche Kekse nehmen, die er mag, Cookies oder sowas und die reinbröseln. Und dann nehmen wir den Quark, tun den schon mal in die Schüssel, verrühren den mit Zucker und der Milch. Und bei der Milch müsst ihr mal nur beachten, dass ihr quasi immer nur ein bisschen dazu gibt und so lange oder so viel Milch hinzufügt, bis euch die Konsistenz gefällt. Ich mag es immer, wenn es ein bisschen cremig ist und nicht ganz so fest. Und danach geben wir noch die Schokoraspel hinzu. Und jetzt geht es eigentlich nur noch an Schichten. Das bedeutet, wir haben ja quasi unten entweder die Kekse oder den Brownie-Teig, den wir unten reingebröselt haben, geben dann ein bisschen von der Quark-Stracciatella-Creme hinzu. Und wer mag, toppt das Ganze mit unserem leckeren Eierlikör. Den einfach so ein bisschen drauf geben. Und für die Kindervariante habe ich ja auch in meinem Grundrezept die alkoholfreie Variante. So schnell haben wir ein ganz, ganz leckeres Dessert gezaubert. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und ihr probiert es vor allen Dingen auch mal aus. Und das Rezept gibt es ja wie immer unten in der Infobox, die habe ich ja verlinkt auf meiner Website. Und wenn ihr noch irgendwelche Wünsche für die Ostertage habt, bin ich noch offen, also könnt ihr mir gerne unten in den Kommentaren schreiben. Und ich würde sagen, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und bis zum nächsten Sonntag. Tschüss!